Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Kolleginnen. Ich habe euch kürzlich berichtet über meine Begegnung mit der künstlichen Intelligenz und meine Erkenntnis, dass es sich da gar nicht um Intelligenz handelt, sondern nur um eine Fülle an Wissen, die computergestützt in einer unglaublichen Geschwindigkeit produziert wird und einen dadurch faszinieren kann. Ich möchte nicht bestreiten, dass diese künstliche Intelligenz für manche Bereiche sehr wertvoll sein kann, aber mir wird deutlich, wie wichtig die natürliche Intelligenz ist und dass diese natürliche Intelligenz bei uns blockiert ist. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Und wir erleben es bei den frühen Beziehungstraumen, dass es zu den Überlebensstrategien gehört, wenn die eigene Wahrnehmung, wenn die eigene Bedürfnisse von den Eltern nicht wahrgenommen werden, wenn die sogar als falsch oder unpassend abgewertet werden, dass Kinder sich dem anpassen. Und dazu gehört eben auch, dass sie verzichten darauf, ihre eigenen Wahrnehmungen, ihre eigene Intelligenz zu benutzen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese elterliche Autorität in Frage zu stellen. Das war ja in der Kindheit aufgrund des Machtgefälles, war das ja lebensgefährlich. Und diese Haltung, die wird gespeichert, wie das sehen wir, und die bestimmt dann später das ganze Leben dieser Menschen. Es gibt da sozusagen einen Beweis für diese Behauptung, die manche von euch vielleicht überrascht. Das sind die Experimente zum Autoritätsgehorsam von Milgram, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Und er hat tatsächlich in Amerika unter seinen Probanden bei 2/3 gefunden, dass sie diesen vorauseilenden Autoritätsgehorsam haben, den er sich selber nicht erklären konnte. Mit Recht hatte das als eine große Gefahr für die Zukunft der Menschheit erkannt und gefordert, dass das weiter erforscht werden müsste. Er wurde damals sehr angefeindet. Es gab für weitere Untersuchungen zu diesem Thema, die letztlich seine Befunde bestätigt haben. Aber ich denke, die notwendige Konsequenz daraus haben wir alle noch nicht gezogen. Denn dieses Machtgefälle der Kindheit, das spiegelt ja ein anderes Machtgefälle in unserer Gesellschaft wider. Das ist der Machtmissbrauch. Wir sehen, dass seit Jahrtausenden das Recht des Stärkeren gilt und dass die Machteliten verstehen, diesen Missbrauch der Macht als etwas Legales darzustellen, als wäre es ein natürliches Recht. Das hat verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist diese Verbindung der Machteliten mit den Religionen, speziell mit den Priesterreligionen, die auf einem Monotheismus basieren. Monotheismus, das ist die Vorstellung von einem allmächtigen Gott, der bemerkenswerterweise natürlich ein Mann ist und der, von dem man glaubt, dass er die ganze Erde geschaffen hat. Und ist ja in Form des jüdischen, des christlichen, des islamischen Glaubens weit verbreitet und bestimmt das Denken und die Wahrnehmung der verschiedenen Völkergruppen. Aber dieser Monotheismus scheint mir eine Erfindung dieser Machteliten zu sein, die sich sozusagen ein Gottesbild geschaffen haben nach ihrem eigenen Bild, um ihren eigenen Machtmissbrauch als etwas Gottgewolltes zu legalisieren, um sich darauf berufen zu können, aus Gottes Gnaden. Das kennen wir alle. Interessant ist auch, dass im christlichen Bereich, vor allem im katholischen Bereich, diese kirchliche Doktrin
auch den Gehorsam als christliche Tugend darstellt. Extrem bei Ignatius von Loyola, der von seinen Jesuiten fordert, dass sie gehorsam sind wie ein Corpo muerto, wie ein seelenloser Körper, um sich ganz in den Dienst von etwas Größerem stellen zu können. Diese Mentalität dieses vorauseilenden Gehorsams ist daher sehr verbreitet und ich verstehe das als Folge einer frühen Traumatisierung, einer selbstentfremdenden Traumatisierung. Es gibt auch Versuche, diesen Machtmissbrauch als etwas Natürliches, als etwas Biologisches zu begründen. Das wird unter dem Begriff Sozialdarwinismus vertreten. Die Vorstellung, dass die Evolution nur möglich war durch das Survival of the Fittest, durch Auslese und Selektion. Und da verbirgt sich aber ein massives Missverständnis. Mit fit ist ursprünglich nicht gemeint die körperliche Stärke, sondern die Anpassung an die jeweiligen Umgebung und die Arten, die sich an verändernde Umweltbedingungen oder an extreme Umweltbedingungen am besten anpassen konnten und sich unter diesen Bedingungen am besten vermehren konnten. Die haben überlebt. Das waren die Fittesten. Aber es ging überhaupt nicht um körperliche Stärke. Und diese, wenn man das als missversteht, als körperliche Stärke, dann erklärt sich auch diese Verwirrung, die mit der eugenischen war. Mit der Rassentheorie, mit der Annahme von minderwertigen Rassen. Das sind alles diese schrecklichen Verwirrungen, die im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus bei uns sehr verbreitet waren, aber die auch unabhängig vom Nationalsozialismus auch heute immer noch sehr verbreitet sind. Auch die Vorstellung, dass die kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftsform den anderen überlegen ist, weil sie stärker ist. Das Gegenteil ist der Fall. Diese kapitalistische Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsform trägt den Keim der Zerstörung in sich. In der Natur sehen wir, dass es nicht ein Recht des Stärkeren gibt. Im Gegenteil, da gibt es immer einen Ausgleich. Zum Beispiel zwischen der Population von Füchsen und Mäusen und Raubtieren und deren Beutetieren. Das pendelt sich immer auf ein Gleichgewicht ein. Das ist das Prinzip, was in der Natur wirkt. Und dieses Phänomen, dass da eine kleine Anzahl von Individuen die Macht an sich reißen und alles beherrschen wollen, das gibt es auch in der Natur. Aber in Form von Krankheit, in Form der Krebserkrankung. Da ist es die einzelne Krebszelle, die sich nicht mehr orientiert an dem Gemeinwohl sozusagen, an dem Interesse des ganzen Organismus, sondern die sich einfach teilt, völlig ungeordnet und dadurch ein extremes Wachstum erzielt. Sie reißt die ganzen Ressourcen an sich, sie zerstört die umgebende Organe. Und am Schluss zerstört sie den Gesamtorganismus und damit auch sich selbst. Also dieser Machtmissbrauch, dafür gibt es tatsächlich diese Parallele im Bereich der Biologie, aber da ist es eben pathologisch und führt zum Tod. Wenn wir unseren gesunden Menschenverstand, unsere gesunden Intelligenz benutzen, um diese Dinge kritisch zu hinterfragen, dann kommen wir zu diesen Erkenntnissen. Können wir auch erkennen, dass in der hierarchisch strukturierten Gesellschaft, die auch unseren akademischen Betrieb betrifft, dass da die innovativen
neuen Gedanken und Konzepte nicht immer gefördert werden, sondern dass da so eine Mentalität vorherrscht, dass man sich an den bekannten Autoritäten orientiert. Ich habe das ja selber erlebt, wie ich mein Konzept des Traumas als reversibles Introjekt, wie ich das versucht habe, ein paar akademisch ausgebildeten Traumatherapeuten nahezubringen, bekam ich von keinem eine Antwort. Sie hielten es anscheinend nicht für notwendig. Und auf die Art und Weise wird die Entwicklung von neuen, revolutionären und hilfreichen Vorstellungen unterdrückt und nicht gefördert. Machtmissbrauch erleben wir auch ganz aktuell. Wenn wir sehen, dass es Gerichte gibt, die Klimaaktivisten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilen, obwohl das Verfassungsgericht ausdrücklich entschieden hat, dass es sich da nicht um kriminelle Aktionen handelt, sondern dass es eine berechtigte Form des zivilen Widerstands ist. Erinnern wir uns kurz, Gandhi hat mit diesem Prinzip des gewaltfreien Widerstandes es geschafft, Indien von der englischen Herrschaft zu befreien. So etwas ist offenbar möglich, aber auch heute noch nicht selbstverständlich, wie wir eben an diesen Beispielen sehen. Ich denke, dass die sich zuspitzenden Krisen uns dazu zwingen, unsere bisherigen Konzepte zu überprüfen und dabei auch unsere natürliche Intelligenz zu benutzen und das ist die Chance dieser Krisen, dass der Schmerz und das Leid, was immer mehr Menschen betrifft, möglicherweise dazu verhelfen kann, dass sie sich kritisch mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Die von uns entwickelte systemische Selbstintegration und die selbstintegrierende Traumaaufstellung ist eine Möglichkeit, bei sich selber solche Denkverbote zu erkennen und die Ursachen dafür zu bearbeiten. Meistens handelt es sich da um eigene Traumata oder um übernommene Traumata. Das ist eben auch in der Selbstregie, in der Eigenregie möglich, durch das Schattensegeln. Insofern sehe ich in unserer Methode einen Beitrag zu diesem erforderlichen Bewusstseinswandel, der ja schon in verschiedenen Bereichen beginnt, der letztlich unvermeidbar ist, wenn wir überleben wollen. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Wunsch zu überleben und dieses Bedürfnis nach einer Orientierung an der Wahrheit, die wir durch die natürliche Intelligenz erkennen können, dass dieses Bedürfnis ungebrochen ist und sich immer mehr auch Raum schafft. In diesem Sinne, denke ich, ist auch dieser Beitrag gedacht. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.